Seit über 20 Jahren kennen wir SpongeBob und lieben diese Serie. Von vielen hat sie die ganze Kindheit ausgemacht und viele verbinden sehr viele Erinnerungen mit diesem Meisterwerk. Vor allem die ersten drei Staffeln hatten ein ganz eigenes Erfolgskonzept und haben so gut funktioniert, dass sie sogar bis heute noch ein Lächeln in unsere Gesichter zaubern. Jeder hat bestimmt seine Lieblingsfolgen, welche er bis heute noch feiert und damit viel verbindet. Und ich habe mir mit diesem Video die Aufgabe gestellt, alle Folgen der ersten Staffel zu ranken. Dazu muss ich sagen, dass es keine einfache Aufgabe war, da die ersten Staffeln gar keinen Kontrast von guter und schlechter Folgenqualität hatten und alle auf einen ähnlich hohen Standard sind. Und nur weil ich eine Episode weiter unten gerankt habe, ist sie nicht gleich schlecht. Alle auf der Liste sind sehr gute Episoden. Da es sehr schwer ist, ein Ranking objektiv zu halten, ist alles subjektiv gehalten und entspricht meiner eigenen Meinung. Wenn ihr eine andere Meinung und Liste habt, dann akzeptiere und toleriere ich das auch. Und ich werde abwechselnd Folge und Episode sagen, jedoch ist immer die einzelne Episode gemeint, aber das so nebenbei. Aber gut, ich will nicht so viel rumplappern, also beginne ich mal mit den Top 41. Es war relativ leicht, eine Folge für diesen Platz zu finden. Meeresbodenpflege ist eine Folge, welche dafür bekannt ist, wenige akustische Interaktion zu bieten. Die Charaktere sprechen nur mit ihren Handlungen und man sieht auch nur Thaddeus und SpongeBob. Die Handlung der Folge ist sehr leicht zusammenzufassen und die Folge hat nicht die besten Jokes, welche im Kopf bleiben, da die einprägsamsten Jokes einfach durch das Sprechen der Charaktere zustande kommen. Ist eine solide Folge, aber diente dennoch wohl nur als Platzhalter. Auf dieser Platzierung habe ich die Folge Zur Schnecke gemacht platziert. Und ich glaube, es gibt niemanden, der sagt, boah, Zur Schnecke gemacht, das ist meine Lieblingsfolge. Die muss auf Platz 1. Ich finde die Episode auch etwas komisch und leicht verstörend, wenn man mal drüber nachdenkt, dass sich Thaddeus und SpongeBob in eine Schnecke verwandeln, nur weil sie sich Schneckenmedizin initiiert haben. Ich weiß, dass die Folge auch an die ganzen Vampirfilme angelehnt ist. Und ja, die Folge hat eine solide Message. Kümmert euch gut um eure Haustiere und seid für sie da. Oder ihr werdet selbst einem Haustier oder so ähnlich. Die Episode, ich glaube, der Platz ist angemessen. Oh Junge, wünscht ihr euch auch nicht dicke Ankerarme zu haben und das in wenigen Sekunden? Dann ergeht es euch sicher wie SpongeBob. In der Folge Aufgeblasen wird thematisiert, dass SpongeBob einfach keine Muskeln bekommt, egal wie sehr er sich anstrengt und sich deshalb aus dem Fernsehern Ankerarme kauft, welcher nach Belieben aufblasen kann und wie dicke Muskeln aussehen. Allerdings ersetzen sie keine richtige Kraft, was mehrfach gezeigt wird. Selbst durch ein kleines Glas mit Eistee. Die Folge hat bestimmt seinen Charme und seine witzigen Momente, aber irgendwie hat sie sich nicht wirklich bei mir im Kopf festgeankert. Es ist aber dennoch eine gute Folge mit einer sehr guten Aussage. Veränder nicht dein Aussehen und pralle nicht damit, indem du Leute mit deinem falschen Körper anlügst, denn irgendwann werden sie die Wahrheit herausfinden. Fadenwürmer sind echt eine lästige Sache. Vor allem, wenn sie damit beginnen, dein Haus aufzuschlürfen und du von einem auf den anderen Tag obdachlos bist. Und das ist der Inhalt der Folge Heimat süße Ananas. Die Episode an sich ist sehr unterhaltsam. Allein schon durch die ganzen Aufbauversuche von SpongeBob und Patrick oder auch an die Szenen, als SpongeBob versucht, bei seinen Nachbarn Obdach zu finden. Oder als Thaddeus wieder einen seiner Karma-Momente erfährt, wodurch er nicht so begeistert wirkt. An sich eine sehr gute Folge, welche leider durch die anderen etwas in den Schatten gerückt wird. Bei der Episode dachte ich früher immer, dass sie zu der Folge gehört, welche davor gelaufen ist, da diese mit einem Traum beginnt und die Folge davor mit Träumen zu tun hat. Aber es sind tatsächlich beides unabhängige Episoden, welche an sich nicht miteinander zu tun haben. In der Blubber bekommt SpongeBob die Blubberkrankheit und muss zum Arzt. Doch seitdem er erfährt, dass es dort nicht so schön sein soll, hilft Patrick SpongeBob schnell wieder gesund zu werden, was nicht so ganz funktioniert hat. Die Episode an sich wurde sehr interessant aufgebaut und es gab sogar einige Real-Life-Sequenzen, was im alten SpongeBob echt für eine gewisse Abwechslung gesorgt hat. Und alleine schon Hans ist eine legendäre Hand, welche jeder kennt. Unser Lieblings-Eichhörnchen bekommt auch Episoden, in welchen sie besonders behandelt wird. Da sie doch ein sehr interessanter Charakter ist, in dieser Folge wird insbesondere ihre Heimatliebe zu Texas behandelt und wie sehr ihr diese etwas bedeutet. Eine der emotionalsten Folgen, wie ich finde, da man auch wirklich sieht,
wie das Jaime von Sandy SpongeBob und Patrick mitfühlen lässt und sie sogar eine Texas-Party für Sandy organisieren. Eines der emotionalsten Folgen, wie ich finde. Nur leider ist die Folge nicht komplett bei mir hängen geblieben, da man nicht so schnell vergessen kann, aber dennoch eine sehr gute Folge, welche auch mit anderen Seiten der Protagonisten zur Schau stellt. Ein Kochduell ist immer eine spannende Sache, vor allem, wenn der Kontrahent einfach der Gott der Unterwasserwelt, Neptun, ist. In Ein göttlicher Burger erscheint einfach Neptun, nachdem er durch die König von England Methode mit dem Schwert im Stein beschwören wurde, nur mit dem Pfannenwender im Bratfett. Die Folge hat ein großartiges Konzept und ich finde es so gut umgesetzt mit dem Kampf Sterblicher gegen Gottheit. Diese Köchenschlacht hat einiges offenbart. Götter können wohl doch nicht alles, denn nur wahres Essen bereitet man mit Liebe zu. Was man im Übertragenen so deuten könnte, dass Liebe einfach stärker ist als jeder Gott. Was bei manchen bestimmt einiges aussagen könnte. Und ich finde es auch echt witzig, wie Patrick in diese Folge mit eingebaut wurde. Ach ja, ich liebe den alten Patrick. Um etwas zu bekommen, muss man manchmal wirklich etwas über die Stränge schlagen. Man muss eingreifen und sollte nie zu nett zu anderen sein, um sich durchzusetzen. In der Episode Energisch wird dieses gewisse Thema eingesetzt. Und zwar handelt die Episode im Groben davon, dass Plankton einfach einen eigenen Vergnügungspark aufbauen will, aber durch seine geringe Größe nicht dazu in der Lage ist. Er holt sich dann den leichtsinnigen gelben Schwamm zu Hilfe, jedoch führt sein Verhalten gegenüber anderen bei Planktons Plan für Probleme. So hilft SpongeBob am Anfang eher anderen, als ihnen zu schaden. Irgendwann macht es bei SpongeBob Klick und er flippt aus und macht böse Aktionen, um anderen die Freude zu vermiesen. Ich mag diesen Stimmungswandel von SpongeBob von gut auf böse und wieder gut. Es ist mal eine andere Art, Plankton in eine Folge einzubauen, ohne direkt Bezug auf die Grabenburger-Formel zu nehmen. Die Natur ist so ein schöner Ort. Keine Technik, keine Abgase, keine laute Maschinen, kein Rumgemotze. Wer hat sich denn nicht erträumt, einmal mit der Natur zu leben? Und zwar so geträumt, dass man am Ende sogar vom Grill abgekratzt werden muss. In der Episode Zurück zur Natur wird das thematisiert, was sogar in verschiedenen Perspektiven wiedergegeben wird, welche die Handlungen der Charaktere widerspiegelt. So ist es manchen komplett egal, andere halten SpongeBob für dumm und naiv, andere akzeptieren es nicht und jagen ihn selbst in der Natur noch. Doch am Ende sieht SpongeBob selbst die Wahrheit dahinter, wie es ist, in der Natur zu leben. Das Konzept der Episode hat auf jeden Fall was und wurde gut inszeniert. Und diese Episode scheint auch einige Memes belebt zu haben. So langsam wird es immer schwerer, die Episoden zu ranken. Hier könnte man sich bestimmt sehr uneinig sein, aber auf diesem Platz befindet sich die Episode Das Valentinsgeschenk. Genau wie viele andere Cartoons auch, hat auch SpongeBob eine eigene Valentinstagsfolge, in welcher SpongeBob an jedem ein Herz verschenkt hat, an wirklich jeden. Egal wie eng die Verbindung ist, was schon bemerkenswert ist, man sollte sich echt ein Beispiel daran nehmen. Die Episode ist voller Momente, welche sich bei uns eingeprägt haben und das ist doch auch was wert. Auch wenn Patrick hier eine etwas andere Seite gezeigt hat von sich, hat es in gewisser Weise gepasst, auch wenn ich seine aggressive Handlungen etwas übertrieben fand. Aber eine sehr schöne Episode, welche auf dieser Platzierung nicht fehl am Platz ist. Kennt ihr diese Personen, welche ein sehr unangenehmes Schuhwerk an ihren Füßen mit sich rumtragen? Unangenehm in dem Sinne, dass diese immer wieder nervige Geräusche von sich geben, welche gar nicht zu ignorieren sind. Und genau zu diesem Thema gibt es eine SpongeBob-Episode. Quietschen der Schuhe handelt davon, dass Mr. Krabs Stiefel kauft, mit denen er nichts anfangen kann, und sie dann an SpongeBob verkauft, und das bereut Mr. Krabs am Ende. Man merkt schon, dass die Folge sehr stark auf die psychische Ebene eingeht und die mentale, problematische Einbildung von Mr. Krabs darstellen, da er nur noch das Gequietsche von SpongeBob im Kopf hört. Ich finde es so erstaunlich, dass mit einer kleinen Sache eine ganze Folge gefüllt werden kann. Einerseits SpongeBob, der Spaß darin findet, mit seinen neuen Quietschestiefeln alle möglichen Tricks auszuprobieren, zudem sieht man hier mal Mr. Krabs wieder, wie er komplett wahnsinnig wird. Eine sehr interessante Folge. Quallenfischen ist eine relevante Freizeitbeschäftigung des gelben Schwammes, welche immer wieder eigene Folgen bekommen hat. Und die Folge Quallenfischer ist eine davon. Die Folge an sich ist wieder so eine typische Nachbarschaftsfolge des Nachbartrios, in dem SpongeBob und Patrick Thaddäus nach seinem tragischen Unfall mit dem Fahrrad, bei dem er einfach in die Luft gegangen ist, ihn versuchen aufzuheitern und zum Quallenfischen zu motivieren. Und ich kann seine Begeisterung verstehen. Wenn ich komplett bandagiert wäre, würde ich auch ungern mich mit der Jagd der stechenden Weichtiere auseinandersetzen. Eine etwas andere Folge
welche seine Existenzberechtigung hat, aber für die oberen Plätze reicht es nicht so ganz aus. Amnesie ist eine schlimme Sache, welche das Leben sehr stark beeinflussen kann. Oft wird diese Krankheit auch in der Popkultur aufgefasst und als ein Handlungsstrang verwendet. In der Episode Gedächtnisverlust verliert SpongeBob sein Gedächtnis und kommt komplett durcheinander wegen Gürkchen. Die Folge ist sehr interessant aufgebaut und der Blubber Bernd wird hier besonders im Fokus gestellt, weil er für den größten Teil verantwortlich ist. Ich mag es auch, wie SpongeBobs Verwirrtheit dargestellt wird und er sich einfach von einem auf den anderen Moment wieder an alles erinnern kann. Die Episode hat echt was Eigenes an sich. Träume haben Menschen schon immer fasziniert. Seit Ewigkeiten versuchen Menschen, Träume und das Schlafverhalten von Menschen zu erforschen. Doch nicht nur in der Wissenschaft, sondern auch in der Popkultur sind Träume ein relevantes Stilmittel. So wurde bereits in der ersten SpongeBob-Staffel dieses Thema aufgegriffen, nur geträumt. Diese Episode geht dem Schema nach, dass SpongeBob sein eigenes Traumich erzeugt und dann nach und nach die Träume seiner Freunde besucht und diese in den meisten Fällen zum Ungunsten beeinflusst. Jeder Traum ist auf dem jeweiligen Charakter zugeschnitten, sodass man eine bunte Vielfalt von Traumgeschehnissen hat, wodurch auch das ein oder andere Meme entstanden ist. Zudem ist es auch interessant, dass alle Träume Auswirkungen auf das echte Leben hatten. Einfach nur traumhaft, diese Folge. Angeln ist doch ein schönes Hobby, welche viele Personen nachgehen. Man kann entspannen, sich gemütlich Musik über den alten Radio anhören und die Soundkulisse des Sees genießen. Doch keiner der Angler weiß, wie sich die Fische dabei fühlen und dabei denken. Und genau mit dieser Frage beschäftigt sich die Folge Am Haken. Hier wird wieder viel mit der Real-Life-Sequenz und dem Unterwasserleben gespielt und die Sicht der Fische auf die Haken in humorvoller Art deutlich gemacht. Denn sie wissen, wer am Haken ist, wird hochgezogen und landet am Ende in einer Thunfischdose. Nur der Plot dieser Folge lässt Patrick die Sache nicht ernst nehmen und zieht den gelben Schwamm mit rein und sieht die Hakengegend eher als Rummelplatz. Die Episode soll aussagen, dass man nicht so neugierig sein soll, vor allem wenn es gefährliche Orte gibt. Aber irgendwie hat die Episode auch etwas verstörende Momente, was eine sehr interessante Kombination ist, auf eine andere Weise düstere Episode und passend auf diesem Platz. Als Kind hatte ich mal 4 Episoden von der ersten Staffel als Hörspiel und habe diese so gern angehört. Das waren echt noch schöne Zeiten, als diese liefen und ich mich so in diese Folgen hineinversetzen konnte, als ich diese beim Essen oder Spielen hörte. Eines dieser Folgen ist Karatefieber, einer der Handlungen, welcher sich auf die Karatekampfaktionen der beiden Kontrahenten Eichhörnchen und Schwamm bezieht. Und ich mich immer noch frage, warum sie diese Schaumstoffhände benutzen. Die Episode hat einige Insider und einige Momente sind sehr auffällig gestaltet. Wie die Szene mit dem Soßenteufel oder auch die Szene im Park. Die Charaktere harmonieren hier wieder super miteinander und so beschützt Sandy SpongeBob, als sein Chef ihn entlassen wollte, wegen Karate. Und auch Mr. Krabs hat hier seine Momente und Thaddeus bietet hier noch einen schönen Abschluss der Episode. Das Thema Astrologie ist ein Bereich, welcher in einigen Cartoon-Serien aufgefasst wird. Durch die Unendlichkeit und Unbekanntheit des Weltraums lassen sich auch verschiedene Handlungsstränge einfallen lassen. Auch SpongeBob Schwammkopf hat diese Thematik aufgefasst, und zwar in der Folge Sandys Rakete. Auch wenn es eigentlich nur gedacht war, dass Sandy Mondgestein einsammeln wollte, hätte sie niemals SpongeBob damit allein lassen sollen. Die ganze Episode handelt einfach nur davon, dass SpongeBob und Patrick mit einer Rakete fliegen, einmal um den Mond herum und wieder auf die Erde donnert. Und als sie wieder in ihrer Heimat landen, glauben sie, dass sie auf einem fernen Planeten sind und sehen all ihre Freunde als Aliens und beschießen sie mit einem Fangnetz. Die Folge ist auf jeden Fall sehr amüsant und hat wieder die lustigen, klassischen SpongeBob-Momente, allein wie die beiden besten Freunde wieder rumalbern. Oder auch die ganzen funny Moments bei ihrer Jagd nach den Außerirdischen. Wieder eine klassische, gute SpongeBob-Folge, welche man sich immer und immer wieder anschauen kann. Wir wissen alle, wer der Antagonist aus der Cartoon-Serie ist. Doch auch er hat mal klein angefangen. Also wirklich, im wahrsten Sinne des Wortes. In Plankton ist der kleine Einzeller doch sehr, sehr klein gezeichnet. Was sehr auffällig ist. Zudem ist es sein erster Auftritt. Und im Großen und Ganzen muss man sagen, dass die Inszenierung von seinem ersten Auftritt einfach sehr gelungen ist. Wie er direkt als dieser schlechte Restaurantleiter vom Abfalleimer und Krabbenburger Formeldieb dargestellt wird, ist echt amüsant und gibt dem Zuschauer auch einen vielsagenden Ersteindruck des Charakters. Die ganzen Momente, welche auch bis heute sich in unseren Köpfen verankert haben, sind ebenfalls ein Grund
für diese Platzierung. Die zweite Folge der Superhelden befindet sich etwas niedriger als der erste Auftritt, was die Episode allerdings nicht schlechter macht. Rückkehr der Superhelden ist die zweite Folge mit dem nicht mehr ganz so jungen Superhelden-Duo. In dieser Folge werden sie immer wieder durch den Einsatz von Muschelhorn gerufen, was SpongeBob bei einem Preisausschreiben gewonnen hat. Irgendwann wurde SpongeBob für einen Tag ebenfalls ein Superheld, was zu manch interessanten Begegnungen führt. Es ist ein sehr nettes Abenteuer, um die Superhelden wieder mehr in SpongeBob einzubauen, welche wir in späteren Staffeln immer öfter sehen werden. Eine sehr humorvolle Folge. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass April-Scherze inzwischen nicht mehr lustig sind und einfach nur unlustig. Man erwartet es mittlerweile viel zu sehr und vor allem auf der Plattform YouTube gibt es diesen einen Joke, welcher so alt ist wie die Plattform selbst. Und wenn man Pranks machen will, wird man einfach Pranktuber. Da braucht man keinen eigenen Feiertag. Genau wie zu vielen anderen Feiertagen auch, gibt es auch zu dieser eine Folge. April-Scherze ist eine sehr interessante Folge zu dieser Thematik, welcher wieder auf die Beziehung von Thaddeus und SpongeBob eingeht. SpongeBob beweist hier, dass er der King of Prank ist, jedenfalls am 1. April, und verarscht einfach jeden. Egal ob Freund, Kunde oder seine eigene Zunge. Und schon wird er zum Showmaster Nummer 1. Nur Thaddeus wird das zu viel und will sich auch mit April-Scherzen versuchen, nur versaut er es, wodurch er keine wirklich erfreuliche Aufmerksamkeit bekommt. Auch diese Folge zeigt wieder die mentale Sichtweise eines der Charaktere und wie seine Schuldgefühle einen zernagen kann. So bekommt Thaddeus immer mehr Panik und sieht immer wichtige Leute des Tages und sogar seine Mutter. Das passiert so lange, bis er seinen zu heftigen Streich einsieht und sich sogar dafür entschuldigt. Eine wirklich sehr interessante Folge, welche den 1. April mit einer sehr interessanten Handlung verbindet. Leben und Tod sind zwei komplett unterschiedliche Dinge, welche aber so vernetzt sind, dass das eine ohne das andere nicht existieren kann. In abgewandelter Form handelt die Episode Die Wachsfigur genau davon. Nur, dass hier niemand stirbt, aber die besten Freunde denken, dass Thaddeus tot ist, als sie seinen Wachsfiguren-Ebenbild geschmolzen haben. Wieder diese eine Nachbarschaftsfolge, welche aber interessant aufgebaut wurde. Als Thaddeus kapiert hat, dass SpongeBob und Patrick alles tun, damit er sie nicht heimsucht, versucht er sie auszunutzen, doch er konnte nicht damit rechnen, dass es nach hinten losgeht. Ich finde es amüsant, dass SpongeBob und Patrick Thaddeus hier wirklich im Grab haben wollen und deshalb sogar schon alles vorbereiten. Damals haben noch Kinderserien über solche Themen gehandelt, was heute nur noch sehr wenig vorkommt. Und deshalb sticht diese Folge von der Thematik her besonders hervor, wie ich finde. Eine sehr gute Folge, welche ich auch gerne höher gerankt hätte. Prüfungen sind eine Sache, mit dem jeder im Leben konfrontiert wird. Oft ist es so, wenn ein Abschnitt im Leben beendet wird, muss eine Prüfung absolviert werden, um dieses Lebensachievement freizuschalten. Doch was, wenn diese nicht gelingt und man die Prüfung wiederholen muss? Genau so ergeht es dem gelben Schwamm in der Folge Prüfungsangst, in der SpongeBob eine hohe Motivation in den Tag legt, den Führerschein in seinen Griffen zu halten, dann jedoch wieder versagt und das nicht zum ersten Mal. Er war so verzweifelt, dass Patrick ihn mit seiner brillanten Idee dabei unterstützen will. Ich mag die Folge, sie gibt eine wichtige Message auf dem Weg, niemals aufzugeben und es immer weiter versuchen, aber niemals auf die schiefe Bahn geraten und schummeln oder betrügen. Diese kleinen Aussagen verleihen den Episoden einfach diese gewisse Würze, weshalb ich diese Episode auch auf dem Platz einordne. Hattet ihr eigentlich einen Abschlussball? Ich jedenfalls nicht, da mir es relativ egal war. Aber in manchen Ländern ist es ja von großer Wichtigkeit. Insbesondere wird in amerikanischen Serien dieses Thema aufgegriffen. So auch in SpongeBob Schwammkopf. Nur hat er selbst keinen, sondern darf die Tochter seiner Schwester begleiten. Ich fand die Episode immer schon amüsant. Dies hatte ich auch als Hörspiel, weshalb sie mir auch in Erinnerung geblieben ist. Das Prinzip ist sehr diesem amerikanischen Abschlussball nachempfunden, wurde aber sehr humorvoll umgesetzt. Allein schon wieder Ex-Freund von Perla aussieht. Die ganzen Tanzmoves von SpongeBob oder auch von anderen sieht wirklich sehr amüsant aus. Und dieses dargestellte Partychaos wurde einfach so gut in Szene gesetzt. Auch wenn ich es manchmal verwirrend finde, ob das jetzt wirklich SpongeBob ist oder nur sein Pappmaschi-Doppelgänger, ist die Episode wirklich gut gelungen und die Tomate setzt dem Ganzen die Krone auf. Süßes oder Saures? Jeder kennt den Zusammenhang dieser drei Worte. Halloween. Halloween ist neben Weihnachten wahrscheinlich der Feiertag, der am meisten in verschiedenen Cartoons abgehandelt wurde. So auch in SpongeBob Schwammkopf. In Das große Gruseln wird das Thema Halloween sehr interessant abgearbeitet. SpongeBob scheint hier nicht der mutigste zu sein und erschreckt sich vor allem. Sogar vor den bekanntesten Gesichtsbekleidungen, welche jeder schon gesehen hat. Natürlich darf Patrick wieder seine Genialität freien Lauf lassen,
und hilft SpongeBob, das beste Kostüm zu finden und die Halloween-Party von Mr. Krabs zu stürmen. Solche Partys sind immer eine interessante Abwechslung, vor allem die ganzen Kostüme. Zeitgleich ist das auch die erste Folge mit dem fliegenden Holländer, ein Geist, welcher nicht zum letzten Mal Bikini Bottom voll gruselt. Er passt einfach sehr gut zum Halloween-Flair, weshalb es keinen besseren Erstauftritt gäbe als in einer Halloween-Folge. Eine echt gute Umsetzung eines bereits überbehandelten Themas. SpongeBob Schaumkopf hat sehr viele Lieder, bei welchem jeder mitsingen kann. Selbst wenn man nur eine Zeile davon singt, gibt es mindestens einen, welcher diesen fortsetzt. Eines davon ist der Fun-Song, welches aus der gleichnamigen Folge entstammt. Muss ich eigentlich so viel zur Episode sagen? Es verbindet SpongeBob und Plankton mit dem Thema Spaß hier sehr interessant und SpongeBob zeigt Plankton, wie es ist, Spaß zu haben und einen Freund an seiner Seite zu haben, da Plankton der meistgehasste seiner Stadt ist. Der Ansatz ist wieder mal gut gewählt und mit der Aussage gut kombiniert. Man darf niemandem vertrauen, welcher sich von 0 auf 100 auffällig ändert, sondern sollte immer eine gewisse Skeptik an den Tag legen. Bis auf den Song gibt es auch nicht viel, was auf Humor ausgelegt ist. Aber dennoch eine sehr, sehr gute Episode, welche sich berechtigt in den Köpfen der SpongeBob-Fans verankert hat. Jede Serie hat mal einen Anfang und so auch SpongeBob. Aushilfe gesucht, leitet die Cartoon-Serie einer langlebigen Legende ein. Eine Episode, in der wirklich alles begann. Und ich glaube, es gibt keinen besseren Beginn als diese Episode, in der SpongeBob zum allerersten Mal Mitarbeiter in der Gossengrabe wird. Die Folge wurde mit so vielen legendären und lustigen Momenten bestückt, allein schon dieser hypermoderne Pfannenwender oder auch der Aufstand der Sardellen in der Gossengrabe. Und auch die musikalische Inszenierung am Ende der Folge ist so in Erinnerung geblieben. Generell, die Episode ist so stark für die erste. Ich habe nichts daran auszusetzen, bis auf eventuell den Zeichenstil, welcher auffällig anders wirkt, aber das ist nur eine Kleinigkeit. Alle bekannten und liebten Charaktere in SpongeBob haben in einer Folge ihren ersten Auftritt. So auch die beste Freundin vom gelben Quadratschädel in der Episode Experten. In der Folge wird der extreme Unterschied von Land- und Meereslebewesen sehr stark verdeutlicht. Vor allem in der Sache, welches die Meeresbewohner an Land nicht so oft haben: Wasser. Das Wort Experten wird hier sehr im Fokus gelegt, als Patrick meint, alles was Sandy sagt, wäre Expertensprache und meint auch, dass man nur den kleinen Finger heben muss, um ein Experte zu sein. Das ganze Aufeinandertreffen der drei ist ein sehr interessantes Spektakel, bei welchem die beiden dem Tod so nahe sind wie nie zuvor. Und das alles nur, weil SpongeBob sich nicht traut, dass er Wasser braucht als ein Wasseratmer. Schon hier wurden mit Real-Life-Szenen gearbeitet, was ich echt bemerkenswert finde. Generell hat sich dieser Cartoon einiges gewagt. Und diese Episode ist auch die Geburtsstätte einiger Memes geworden, was auf jeden Fall auch was wert ist. Jeder weiß, dass es in der Comicwelt sehr, sehr viele Superhelden gibt. Seit Jahrzehnten werden immer neue Superhelden von Comiczeichnern entworfen, welche sich für die Rettung der ganzen Welt einsetzen. Mittlerweile haben sehr viele Cartoon- und Animationsserien für die Serien entworfene Superhelden. So gibt es Kid Crimson in Cosmo und Wanda und Ultralord in Jimmy Neutron. Auch in SpongeBob Schaumkopf gibt es welche, allerdings werden sie komplett anders dargestellt. Hier sind sie nämlich bereits Senioren und haben ihre Blütezeit hinter sich und verbringen ihre letzte Phase im Leben mit den anderen alten Fischen. Es ist so toll zu sehen, wie am Anfang SpongeBob und Patrick ihren Lieblingshelden nacheiferten und sie dann sogar in Fleisch und Blut getroffen haben. Sie haben sie sogar wieder dazu motiviert, wieder in Aktion zu treten, was doch ein sehr interessantes Aufeinandertreffen von Fan und Superheld ist. Und genau deshalb gehört SpongeBob zu einer der besten Cartoons, weil sie auch andere Schritte probiert haben, welche funktioniert haben. Es gibt Personen im Leben, welche auf einen höheren Posten wirklich ungeeignet sind. Auch wenn sie an der Reihe ist, sollte man überlegen, ob man ihnen eine höhere Macht anvertrauen kann. Und genau so ein Szenario wird in die Aufsichtsperson nachgebildet. Und zwar wird SpongeBob in der Folge zur Aufsichtsperson von seiner ganzen Fahrschule. Naiv wie er ist, denkt er, dass er mit seiner Autorität nun die ganzen Kriminalitätsfälle in Bikini Bottom auflösen muss und begibt sich deshalb mit Patrick auf Spurensuche, welcher eine echt schicke Kopfbedeckung trägt. Das Ganze endet im Chaos, was sehr amüsant ist. Ich liebe auch einfach diese Jagd nach dem Wahnsinnigen und wie Patrick versucht, SpongeBob zu vermitteln, dass er es ist. Die andere Art von SpongeBob ist sehr interessant zu sehen und diese Episode ist sehr gelungen. Zeitreisen bietet viele spannende Abenteuer, aber auch Risiken, welche die Gegenwart beeinflussen, weshalb dies immer ein gutes Episodenthema ist, welches von vielen Cartoons aufgefasst wurde, so auch von SpongeBob.
Die Zeitmaschine ist eine Episode, welche bei vielen sicherlich im Kopf hängen geblieben ist. Sie sticht auch irgendwie besonders hervor, dass der Deus in verschiedenen Zeitformen reist und man verschiedene Varianten von SpongeBob und Patrick sehen kann, welche sich der Zeit anpassen. Und diese Folge bringt auch die besten und legendärsten Memes, welche bis heute zur klassischen Meme-Kultur gehören. Das ganze Setting ist einfach so genial und ich mag es, wie Thaddeus einfach die Gegenwart beeinflusst hat, wenn auch ungewollt. Ich liebe auch die Szene, wo er in diesem Nichts plötzlich Stimmen hört und wahnsinnig wird. Eine sehr gute Folge. Auf der Arbeit gibt es manchmal betriebsinterne Auszeichnungen, welche sicherlich vielen einfällt, ist die zum Mitarbeiter des Monats. Und natürlich gibt es auch dazu eine eigene Sponsor-Episode, welche den gleichen Titel trägt. Ich liebe diese Folge. Sie gehört schon von klein auf zu meinen Lieblingsfolgen. Ich kann gar nicht genau so erklären, warum. Dieser Konkurrenzkampf der beiden Mitarbeiter ist so gut umgesetzt und man sieht hier, wie sich Thaddeus mal wegen der Arbeit ins Zeug legt. Und das ist nicht sehr oft. Wie die beiden sich immer wieder versuchen, gegenseitig aufzuschalten, um immer früher auf der Arbeit zu sein und sich gegenseitig irgendwelche Fallen stellen, ist wirklich sehr amüsant. Am besten fand ich es, als SpongeBob einen riesigen Anker und Thaddeus einfach ein gigantisches Schiff hinter sich herzieht. Und nicht zu vergessen, diese monströse Nahrungsmittelzubereitungsschlacht, welche so ausgeartet ist, dass die große Gabe durch eine Explosion in alle Einzelteile zerbürgert wurde und es in der ganzen Gegend Grammburger regnet. Ich mag die Episode. Der Verkehr ist eine nervige Sache. Vor allem, wenn man keinen eigenen PKW hat und einen gültigen Führerschein. Vor allem bei längeren Strecken ist man immer auf die öffentlichen Verkehrsmittel angewiesen. Und ich wette mit euch, dass es jedem mal passiert ist, dass man den Bus verpasst hat. Man will gerade einsteigen und versucht noch hinzurennen und muss damit ansehen, wie der Bus sich langsam wieder in Bewegung versetzt. Und das ist mir dreimal an einem Tag passiert. Ihr wisst, auf welche Episode ich hinaus will. Den Bus verpasst, passiert das genau in unserem gelben Schwamm. Und das nicht nur einmal, nicht zweimal, sondern wirklich schon im zweistelligen Bereich. Diese Episode ist mitunter eine der düstersten Monster-Episoden, die es gibt. Es ist zwar nicht verstörend, aber harmlos auf alle Fälle nicht. Die ganzen Monster und ihren ausgefallenen Akzent bietet in der Episode eine sehr düstere Stimmung. Gepaart mit den ganzen Versuchen von SpongeBob, den Bus zu bekommen, hat die Episode echt was. Die ganzen Momente wurden so gut in Szene gesetzt und ich denke, die Episode ist auf dieser Platzierung sehr gut aufgehoben. Gesellschaftsspiele können einen doch echt in den Bann ziehen. Als Kind hat man doch sicher oft mit Freunden oder der Familie irgendwelche Brettspiele gespielt. Doch was ist, wenn dieses eine Spiel mehr bietet, als man denkt, wie eine Schatzkarte? Die Schatzsuche ist auf jeden Fall eine Episode, welches dieses klassische Piratenkonzept aufgreift und dies mit dem fliegenden Holländer und ein einfaches Spiel kombiniert. Auch wenn es nicht diese typische Folge mit Piraten greifen an oder dergleichen ist, finde ich die parodische Umsetzung von Mr. Krabs, SpongeBob und Patrick echt gelungen. Diese Folge hat wie viele auch lustige Momente hervorgebracht, vor allem Boston. Und ich glaube, es gibt niemand, der Piraten und ihre Geschichte und alles drumherum hasst, oder? Vor allem ich als Piratenfan mag die Folge sehr. Ich glaube, in SpongeBob gibt es so manche Folgen, welche besonders viele Jokes und Memes hervorgebracht haben. Eine davon ist die Episode Im Gegenteil. Ich glaube, jeder kann irgendwas davon auswendig aufsagen. Dabei handelt die Folge nur davon, dass es sich um das Gegenteil dreht. Wobei der gelbe Schwarm das wieder komplett falsch versteht und denkt, er müsste das Gegenteil von sich sein. Also Thaddeus. Der Humor ist einfach so gut getroffen, einfach schon mit dem Fakt, irgendwas von einem Gegenteiltag weiß machen will und sein Nachbar das komplett anders auffasst, als Thaddeus es je wollte. Am Ende gibt einfach jeder vor, Thaddeus zu sein, weshalb Thaddeus sein eigentliches Vorhaben nicht erfüllen konnte. Allein das Ganze, er ist Thaddeus, er ist Thaddeus, er ist Thaddeus, hat sich so lange gehalten, aber auch dass Mittwoch der Gegenteiltag ist, wird immer wieder im echten Leben aufgegriffen und das macht die Episode schon irgendwie einzigartig. Das deutsche Fernsehen ist mittlerweile so voll mit verschiedenen Talent- und Castingshows. Mittlerweile ist es echt nichts Besonderes mehr. Auch wenn man mitmacht, wird man danach oft schnell wieder vergessen, wenn man nicht außergewöhnlich ist. Und genau eine Talentshow wird auch in SpongeBob dargestellt und das in der Episode Kulturschock. Am meisten sollte diese Episode für den legendären Auftritt von Thaddeus bekannt sein. Aber auch drumherum ist die Episode echt gut aufgebaut um die ganze Talentshow-Thematik, die ganzen Auftritte der verschiedensten Charaktere. Auch der Beginn und wie genau es dazu gekommen ist, trägt auch wieder dazu bei. Das ganze Setting passt einfach so gut und es ist so ironisch, dass den Zuschauern wohl ein einfacher Mitarbeiter reicht, welcher seine Arbeit verrichtet und die Bühne wischt.
um den ganzen Jubel einzukassieren. Dabei hat SpongeBob es immer wieder versucht und Thaddäus seine Talente gezeigt, doch Thaddäus war ihm einfach immer sehr zu kritisch. Da sieht man es mal wieder, dass jeder die Chance bekommt, sich zu beweisen und in seinen Talenten aufzugehen. Wenn einem langweilig ist, dann beschäftigt man sich mit allem, was vor einem liegt. Dabei ist es oft egal, was es ist. Selbst ein Stück Papier kann einen für einen gewissen Moment beschäftigen. Und genau das passiert in der Folge Ein kleines Stück Papier. Jetzt mal ehrlich, die Folge ist so nice. Die Macher haben einfach nur aus einem Stück Papier einfach eine ganze Folge kreiert. SpongeBob beweist dir, wie kreativ man mit einem kleinen Fetzen Papier spielen kann und wirklich so einiges machen kann. Am Anfang ist Thaddäus dieses Stück Papier so egal, dass SpongeBob sogar anfleht, es zu behalten. Und am Ende tauscht er wirklich alles, bis aufs letzte Hemd, gegen ein Stück Papier. Dieser Plot und Twist in der Folge ist so genial. Auch dieser über die Episode gezogene Konflikt zwischen Thaddäus und SpongeBob ist so herrlich anzuschauen. Es ist so amüsant zu sehen, wie Thaddäus von Neid zerplatzt, weil SpongeBob mit seinem Müll mehr Spaß hat und mehr kann als Thaddäus. Manchmal sind es die einfachen Dinge im Leben, die einen Spaß machen. Man braucht nicht viel, um Spaß zu haben und eine gute Zeit zu haben. Und genau das zeigt diese Folge sehr gut. Wo wir schon bei Handlungen sind, welche durch ein einfaches Thema eingeleitet werden. Seifenblasen. Jeder hat als Kind noch gerne durch die Ringe am Stab Seifenblasen mit seinem Atem erzeugt, welche elegant durch die Luft geflogen sind. Das waren noch herrliche Zeiten. Auch in SpongeBob sind Seifenblasen sehr beliebt. Insbesondere in der gleichnamigen Episode Seifenblasen. Die Folge ist nur mit legendären Stellen übersät. Allein schon die Szene mit die Technik oder auch die Giraffe. Im Grunde handelt diese Folge auch nur wieder von dem klassischen Bikini-Bottom-Nachbarschaftstrio und es wurden nur Seifenblasen hinzugefügt. Und dennoch ist die Folge einfach mega gut gelungen. Man sieht ja einfach, dass nicht alles eine lange und groß durchdachte Handlung braucht. Man kann auch eine unterhaltsame Folge gestalten, indem man nur eine Sache einsetzt. Und das hat diese Folge gezeigt. Ich denke, der Platz ist für diese Episode gerechtfertigt. Irgendwie sind die Nachbarschaftsfolgen mitunter die besten und unterhaltsamsten, finde ich. Und genau deshalb ist die Folge Freunde und Nachbarn auf dieser Platzierung. Hier geht es um einen Konflikt von SpongeBob und Patrick, welcher durch Thaddäus beeinflusst wurde. Und das nur, weil Thaddäus sich in die nette Seifenblasenkommunikation der beiden eingemischt hat. Thaddäus bereut die Tat am Ende, da jeder von beiden behauptet, Thaddäus neuer bester Freund zu sein. Weshalb die ihnen dadurch immer mehr auf die Nerven gehen. Wodurch Thaddäus sich dann gezwungen sieht, die beiden wieder versöhnen zu lassen. Und das hat damit geendet, dass die ganze Behausung nur noch Schutt und Asche ist. Bei der Episode wird wieder der Effekt der Einfachheit verwendet. In diesem Fall ist die Handlung mit wenigen Worten beschreibbar. Freundschaftlicher Konflikt. Die meisten SpongeBob-Episoden geben im sekundären Sinn immer wichtige Botschaften mit auf den Weg, ohne es zu sehr in den Vordergrund zu rücken. Und genau deshalb lieben wir doch alle die Folgen der ersten Staffel. Kommen wir auch nun zu den Top 3 von den 41 SpongeBob-Episoden der ersten Staffel. Bald haben wir es geschafft. Wir alle wissen, dass SpongeBob Lieder hervorgebracht hat, welche sich bis heute in unser Gedächtnis eingebrannt haben. Und eines dieser Lieder ist aus der Episode Der Riss in der Hose. Die klassische Folge, welche nur darum handelt, dass SpongeBob sich die Hose zerreißt. Aber generell mag ich die Folge nicht nur wegen dem Lied, welches ich auswendig kann und jeder in meiner Abschlussklasse bei dem Lied mitgesungen hat, als es in der Autoplaylist von der Schule war. Ich mag die Folge auch sehr gerne, weil es wirklich einen tieferen Sinn hat und auch eine starke Aussagekraft besitzt. SpongeBob hat durch sein Missgeschick mit der Hose alle Leute um sich herum zum Lachen gebracht. Und genau das hat sein Ego so beeinflusst, dass er diesen Joke so aufschlachten muss und sich für den witzigsten vom Strand hält. Dass er erstmal nicht seine Grenzen kennt. Er verarscht Leute und bringt dadurch andere, insbesondere Sandy, zum Lachen. Doch dann kam dieser eine Moment, wo jeder dachte, er wäre ertrunken und gerade noch so am Leben. Und diesen Moment zu einem weiteren Joke machen wollte. Doch das war der Moment, wo der Plot in Episode zusetzt und alle nur noch sauer auf ihn waren und ihn verlassen haben. Dadurch, dass andere Charaktere aufgetreten sind, welche denken, sie wären die größten Loser am Strand, kam es zu dem bekannten Lied. Ich weiß, ich habe jetzt etwas zu sehr nacherzählt, aber die Handlung der Episode ist einfach so gut, wie ich finde. Man sollte sich nicht verstellen, um anderen zu gefallen. Man muss kein Clown oder krasser Entertainer sein, damit Leute einen mögen. Man muss einfach man selbst sein, dann lassen sich schon die wahren Freunde erkennen, welche einen so akzeptieren, wie man ist. Allein die Aussage macht die Episode so gut und ist verdient auf Platz 3. Da es nur noch 2 Episoden sind,
ist der Spekulationsraum sehr klein. Ich denke, jeder kann diesen Platz relaten. Für manchen ist die Folge Pizza Heimservice die Lieblingsfolge, was ich komplett verstehen kann. Sie hat so viele Insider ins Leben gerufen, wie auch das legendäre Kostegrabbe-Pizza-Lied. Jeder Moment in der Episode ist Gold wert. Sei es Spongebob, wie er versucht den Reifendruck zu prüfen, die Pioniere und ihre Felsen oder auch der Kunde, welcher sein Essen aufs Haus bekommen hat. Das ganze Gesamtpaket ist echt fantastisch. Man hat aus einer einfachen Pizza-Auslieferung einfach ein riesiges Abenteuer gemacht, mit allem drum und dran, was alles dazu gehört. Tornados, Verhungerung, Essenswahn und. Es gibt nichts an der Episode zu bemängeln. Ich glaube, ich brauche nicht viel zu sagen und jeder ist mit dieser Platzierung einverstanden. Kommen wir nun zum ersten Platz. Die letzte Episode, die von allen noch übrig bleibt und den ersten Platz in meiner Sicht verdient hat, ist Disco Quallen. Ich glaube, ich muss nicht viel dazu sagen. Ich mag einfach diesen Aspekt mit der Qualle, welcher einfach nur eine Party feiern will. Und das bei einer der wohl legendärsten Party-Musik-Tracks, welche die Welt hervorgebracht hat. Die ganze Episode endet von einer Party in den Chaos. Die ganzen Quallen fangen dann an zu meutern und agieren sehr wütend aus Spongebob und greifen dann Thaddäus an. Ich liebe es einfach. So viel Party, Chaos und Quallen in einer Episode. Und zum Schluss gibt es noch einen entspannten Track aus allem, was unter Wasser musikalische Töne erzeugen kann. Und das ist doch so ein genialer Abschluss. Vielleicht kann man sich bei der Platzierung streiten, aber aus meiner Sicht ist diese Episode, welches am meisten auf diesen Platz verdient hat. Und ich denke, damit werde ich auch so langsam zum Ende kommen. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr mit der Platzierung gleich aufzeigt oder ob ihr persönlich etwas anderes platzieren würdet. Das Video war auf jeden Fall ein größeres Projekt und hat auch länger gedauert, weshalb ich mich um jeden Support des Videos freuen würde. Ich werde auf jeden Fall noch alle anderen Staffeln von SpongeBob Schaumkopf ranken, von der besten Folge bis zur schlechtesten, zumindest bis Staffel 8. Zudem werde ich auch noch ein paar andere Cartoons ranken, ich werde es wahrscheinlich immer im Wechsel machen. Aber das ist noch Zukunftsmusik, ich bedanke mich an jeden, der das Video geschaut hat und vor allem auch bis zum Ende. Ich wünsche euch allen auf jeden Fall einen schönen Abend und bis bald. Bye bye.